In Bruck an der Leiter verwandelte sich der Hauptplatz in ein großes Streetfood-Festival, bei dem es Köstlichkeiten aus aller Welt zu probieren gab. Und der Besucheranzahl nach zu urteilen, kam dieses Konzept ganz hervorragend an. Heute in Bruck, da tut sich wirklich viel, also echt gut. Die Leute sind gut drauf, schönes Wetter haben wir mitgebracht, echt gut da. Super! Das European Street Food Festival machte in Bruck an der Leiter Halt und die Besucher waren begeistert. Dutzende Foodtrucks, Aussteller und Köche boten kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt und lockten Besucher aus der ganzen Region an. Woher kommt denn diese Idee eigentlich her? Von dieser Organisation, die angerufen haben bei uns im Rathaus und ersucht haben, hier, ob wir einen Platz haben. Sie würden das gerne hier in Bruck veranstalten. Und wir waren da ein bisschen skeptisch, muss ich offen und ehrlich sagen. Dann der erste Kontakt, dann war ihm dieser Platz zu groß, er nimmt nur die Hälfte. Und ja, schlecht, dass wir nicht den ganzen Hauptplatz genommen haben. Man sieht, bumm voll. Das geht schon seit dem Vormittag. Ich glaube, das ist insofern eine Bereicherung sein, weil der zentrale Platz in einer Gemeinde, in einer Stadt, wie beispielsweise Bruck an der Leiter jetzt ist, man trifft es halt am Hauptplatz. Wenn da einmal was ausgesteckt ist, wenn da einmal was ausgeschrieben ist, dann kommen die Leute sehr, sehr gern. Und dann hat es zwei Parameter, die wichtig sind meiner Ansicht nach, warum man gern fortgeht und ausgeht. Das ist das Wetter, ist schön. Den Parameter hätten wir einmal zu 100% erfüllt. Und dann muss geben, ein gutes Angebot an der regionalen Vielfalt, entweder, oder es muss einfach was Gutes zum Essen sein und was zum Trinken sein. Und wenn das passt, brauchen wir sie nur umdrehen. Wahnsinn, super. Die Besucheranzahl war für viele eine Überraschung und so zeigte sich schnell, dass das Festival ein voller Erfolg war. Die Besucher konnten sich auf eine kulinarische Weltreise begeben und Spezialitäten aus den unterschiedlichsten Ländern genießen. Ob asiatische Köstlichkeiten, neuseeländisches Maiori-Steak oder heimische Schmankerl, für jeden Geschmack war etwas dabei. Wir bieten Currywurst an mit Brat- oder Käsekreiner und halt Hotdogs mit Frankfurter, auch Käsekreiner und alles. Und natürlich auch eine vegetarische Alternative für alle anderen. Hollandaise mini Pfannkuchen. In Holland we call it poffertjes, mini Pancakes. Essen tun wir alle selber gerne und ja, einfach, ja, es war lange Zeit nichts los und jetzt ist endlich wieder was los und ich glaube, also, nein, ich bin begeistert, wenn ich da hinschaue, ich fehle die Worte ein bisschen. Ja. Die Aussteller boten frisch zubereitete Speisen direkt vor Ort an, was das Streetfood-Erlebnis noch authentischer machte. Auch vegetarische und vegane Optionen waren vorhanden und ließen keine Wünsche offen. Ich finde es sehr geil, weil man halt irgendwann was Neues auf den Markt bringt und somit viele Menschen zusammenkommen nach Corona ja wieder eigentlich was Besseres, was Gutes und ich finde es eigentlich richtig toll. Das erste Mal die Veranstaltung, dass es sehr gut, glaube ich, angekommen ist und ich glaube, dass man da drum herkommen sollte und das anschauen, weil das sicher interessant ist. Eine Bereicherung auch für die ganze Gastronomie rundherum. Man braucht nur schauen und eine Runde gehen. Alle Gastgärten sind voll besetzt und das macht Freude. Und ja, morgen kann man auch noch hier den Streetfood besuchen und freue mich schon auf morgen. Aufgrund des großen Erfolgs soll das European Streetfood Festival auch im nächsten Jahr wieder in Bruck an der Leiter Halt machen. Und das vielleicht in sogar noch größerem Rahmen. Die Besucher dürfen sich also bereits jetzt auf eine Fortsetzung der kulinarischen Weltreise freuen. Was glauben Sie, macht denn generell so ein Streetfood-Festival so beliebt bei den Menschen? Ja, das verschiedene Essen, die gute Musik auf jeden Fall, die taugt auch jeden immer da. Ja, unser Gewinnspiel natürlich und ja, die Leute sind leiber und alle sind gut drauf. Ja, das wird sein.